Hallo, hier möchte ich mal die Endoskopkamera von DB Power vorstellen. Da handelt es sich um dieses Gerät, schön handlich gemacht. Liegt auch gut in der Hand mit einem 2600 mAh Akku, der 6 Stunden halten kann. Und damit kann man 6 Stunden lang filmen oder arbeiten auf jeden Fall. Hier vorne, da kann man jetzt schlecht sehen, sind die Anschlüsse für das Ladegerät. Hier kann man noch ein Videokabel einstecken für den Fernseher. Und hier habe ich eine SD-Karte, also Micro-SD-Karte eingefügt, damit man die Aufnahmen auch fotografieren kann oder als Video filmen kann und abspeichern kann. So, dann will ich das Gerät mal. Das hat hier das sind 5-Pin-Schlauchgewinde dran. Den verbinde ich jetzt einfach mal mit dem 3 Meter langen Schlauch. Der ist aber so ein Schwanenhalsschlauch, der ein bisschen flexibel, aber auch starr ist. Also hier so beweglich, ne? So, wie man das so kennt. Dann schalte ich die Kamera mal ein. Oder bevor ich jetzt einschalte, zeige ich noch mal die Zubehörsachen, die dabei sind. Hier sind diese typischen, für Endoskopkameras typischen Zusatzartikel. Hier ein Magnet, hier ein Haken und hier ein Spiegel, ne? Damit kann man dann um die Ecke gucken. Ja, die sind eigentlich meistens mit dabei bei solchen Kameras. Dann haben wir hier noch ein Videokabel. Ja, um das mit dem Fernseher zu verbinden, ne? Das kommt an die Kamera hier dran und hier am Fernseher, um das über den Fernseher zu betrachten. Und hier ist das Aufladekabel, ein normales Micro-SD, Micro-USB-Kabel zur USB. So, dann schalte ich mal die Kamera mal ein. So, und fängt auch direkt an zu filmen, also nicht zu filmen, sondern mir das Bild von dem Gerät zu zeigen. Ich werde meine Hand mal vorhalten. Das Schöne hierbei ist, die Kamera kann man schön drehen von dem Endoskop. Jetzt habe ich zum Beispiel waagerecht, hier habe ich es jetzt hochkant. So müsste es jetzt passen. Genau, hier ist der Tisch, damit man auch immer zurechtkommt, wenn man irgendwo in einem Rohr drin ist oder so, wo man nicht mehr weiß, wo unten und oben ist, ist das schon eine schöne praktische Sache. Ja, hier kann man mit der Taste kann man aufnehmen. Da kann man entweder aufnehmen als Foto oder als Video. Hier kann man jetzt als Video aufnehmen. So, dann haben wir hier noch drei, vier verschiedene Leuchtstärken von der Kamera, die Beleuchtung. Ne? Also aus und 1, 2, 3, 4. Das sind also 4 Stufen. Macht ein super Bild, ist ein QVGA-Bildschirm-Display. Funktioniert soweit alles sehr gut. Hier ist noch eine Taschenlampe drin. Wenn man jetzt irgendwo im Keller ist, wo keine richtige Beleuchtung ist, könnte man sich damit auch behelfen im Endeffekt. Hier gibt es noch schöne Einstellungsmöglichkeiten für die Kamera. Hier kann man die Auflösung vom Video ändern, zum Beispiel höher gehen oder tiefer gehen. Hier kann man zum Beispiel entweder normal ein farbiges Bild oder schwarz-weiß Bild kann man auswählen. Datum drucken, okay, das ist jetzt Datum drucken. Hier hat man noch die Einstellmöglichkeiten für die ganzen verschiedenen Sachen. Datum, Uhrzeit mit Datumstempel auf dem Video oder auf dem Foto. TV-Ausgang hier für amerikanisch oder PAL für deutsches System. Netzfrequenz, Strom sparen sind eigentlich. Und dann die Karte formatieren oder alles zurücksetzen im Endeffekt. Gehe ich dann damit raus. Ne, schalte mal hier mal auf Kamera.
Hier haben wir die Kamera. Also jedes hat sein eigenes Einstellmöglichkeiten. Wenn ich jetzt hier auf den Modus hier gehe von den Einstellungen, dann geht das von der Kamera, von dem Fotokamera, die Möglichkeiten jetzt. Das sind jetzt andere als wie bei dem Video. Hier hat man auch Auflösungsmöglichkeiten von 640x480 bis 2048 bis 1546, um ein hochauflösendes Bild zu haben. Ja, hier auch Effekt schwarz oder schwarz-weiß oder normal. Und mit dem Datum halt, ne? Also im Großen und Ganzen. Man kann auch mit der Kamera schön ranzoomen. Wenn man hier die obere Taste drückt, kann man näher zoomen. Ne, vierfach lässt sich das nah zoomen. Ja, eigentlich tolle Sache. Ich kann sogar die Bilder da, mal gucken, ob ich die ranholen kann. Ah, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn ich das so nochmal drehe. Ja, eine schöne Spielerei. Ja, das kann ich schon mal schön ranzoomen. Ja. Ja, schöne Spielerei, schön für jeden Hausbesitzer oder auch für gewerbliche Nutzer. Also das macht schon einen sehr stabilen Eindruck. Damit kommt man in viele Bereiche rein. Die Kamera macht ein schönes Bild. Ja, von mir einen Daumen hoch. Dankeschön.